Hallo, ich möchte gerne alle Gäste heute hier am Bernhard-Merz-Haus begrüßen und lade alle recht herzlich ein, hier vorne an die improvisierte Bühne zu kommen, wo wir Musik haben und auch für das leibliche Wohl sorgen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass ich heute hier stellvertretend für die Caritas und das Bernhard-Merz-Haus die Wiedereröffnung des Kleiderladens, den einzig wahren Tag im Rahmen der interkulturellen Woche 2021 eröffnen darf. Die Corona-Pandemie hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt und umso wichtiger ist es, unter dem Motto der interkulturellen Woche 2021 offen geht für eine soziale, gerechte, diverse und vielfältige Gesellschaft einzustehen. Wir möchten mit dem heutigen Tag und der heutigen Feierlichkeit dazu einen Beitrag leisten und auch die vielfältigen Angebote des Bernhard-Merz-Haus würdigen, die sich ebenfalls für Teilhabe, Partizipation und Integration einsetzen. Denn auch für uns, gerade vor dem Hintergrund der Wiedereröffnung und Renovation des Kleiderladens gilt, offen geht. Ich möchte Sie jetzt herzlich einladen, die Angebote, die wir heute hier für Sie auf die Beine gestellt haben, auszuprobieren, zu nutzen. Drehen Sie das Glücksrad der Dortmunder Tafel, lassen Sie sich beim Energiespaßservice beraten oder am Infostand, werfen Sie einen Blick in den neu renovierten Kleiderladen und lassen sich hier vorne kulinarisch verwöhnen. Ich wünsche Ihnen und uns eine schöne Feier bei gutem Wetter und Sonnenschein und möchte jetzt mit der Musikerin Zeynep Lax herzlich dieses Fest eröffnen. Vielen Dank.